shake it down. Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer CD und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr innerhalb 10 Minuten 750.000 Dollar bekommen könnt. Und das könnt ihr die ganze Zeit wiederholen und könnt wirklich stinkreich werden in GTA 5 Online. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine Basis mit der Orbitalkanone. Das Ganze funktioniert auch solo. Ich zeige euch das Ganze hier in der Solo-Sitzung. Dadurch bekomme ich halt nur 500.000 Dollar in diesem Video. Aber wenn ihr das Ganze in der öffentlichen Lobby macht, bekommt ihr 750.000 Dollar. So, und alles, was ihr dazu machen müsst, ist erstmal über euer Interaktionsmenü der Spawnpunkt auf die Basis einzustellen. Ihr braucht dann auch noch den Zielmodus freies Zielen. Das könnt ihr am Anfang schon in der Story machen, aber ich mache das jetzt einfach mal in der freien Lobby. Gehe dann über den Editor, stelle dort den Zielmodus auf freies Zielen ein und gehe dann wieder zurück in eine geschlossene Einladungssitzung. Dadurch bekomme ich zwar nur 500.000 Dollar, anstatt in der öffentlichen Lobby 750.000 Dollar, aber aufgrund von dem Video möchte ich ein bisschen weniger Zeit im Ladebildschirm verbringen, deswegen mache ich das in der geschlossenen Einladungssitzung. Ich würde euch allerdings empfehlen, das Ganze in der öffentlichen Lobby zu machen, weil dann bekommt ihr 750.000 Dollar und so oft wie ihr nachher im Ladebildschirm seid, spielt es gar keine Rolle, in welcher Lobby ihr wirklich seid, weil auf die paar Sekunden kommt es dann im Endeffekt auch nicht mehr darauf an. Und ich hoffe natürlich, dass wenn ihr ihn anschaut, dass er noch nicht gepatcht wurde. Wir haben es aktuell 23.24 Uhr, also kurz vor Mitternacht, und ich werde ihn aber erst am Sonntagmorgen hochladen und ich hoffe, dass er bis dahin nicht gepatcht wurde. Aber ihr seid an so einem Punkt immer sehr aktiv und schreibt es immer gleich direkt in die Kommentare, wenn was gepatcht wurde. Das finde ich sehr gut, damit die anderen Spieler das auch gleich mitbekommen. In der Basis angekommen, müsst ihr euch erstmal zu der Orbitalkanone begeben, so dass links oben im Eck dran steht, dass ihr sie benutzen könnt. Anschließend geht ihr in das PSN-Menü, geht auf Einstellungen, geht runter auf Netzwerk und bleibt einfach mal so in diesem Bildschirm drin. Danach drückt ihr zweimal die PlayStation-Taste, dass ihr zurück in das Spiel gelangt. So, jetzt müsst ihr nochmal die PlayStation-Taste drücken, geht mit dem Steuerkreuz einmal nach unten, geht einmal nach rechts. Dort werden die Spiele angezeigt, die auch gerade GTA 5 Online spielen, und dort müsst ihr einem beitreten. Falls es bei dem einen oder anderen nicht funktioniert, spielt gar keine Rolle, geht nochmal in das PlayStation-Menü, drückt nochmal einmal nach unten, drückt nochmal nach rechts und wählt einen anderen Spieler aus. Anschließend werden dann die Details von der GTA Online-Sitzung abgerufen, müsst ihr ganz kurz warten, danach kommt hier diese Meldung. Jetzt müsst ihr nur noch das Steuerkreuz nach rechts drücken. Im Hintergrund geht euer Charakter nun an die Orbitalkanone hin. Nun müsst ihr ganz kurz warten, bis der schwarze Bildschirm theoretisch im Hintergrund weg ist. Müsst dann einmal nach unten drücken, wenn ihr zum Beispiel in einer geschlossenen Einladungssitzung seid. Wenn ihr aber in einer öffentlichen Sitzung seid, könnt ihr zweimal nach unten drücken, um die 750.000 Dollar zu bekommen. Achtet an der Stelle auf die Geräusche, die ihr im Hintergrund hören könnt, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr gerade seid. Diese Meldung könnt ihr dann mit X bestätigen, bekommt dann hier diese weitere Meldung, die könnt ihr genauso mit X bestätigen, aber jetzt müsst ihr gleich aufpassen. Sobald ihr diese Meldung mit X bestätigt, fängt der Ladebildschirm an. Und dort ist es wichtig, in dem Moment, wo dran steht Ladevorgang, müsst ihr sofort zweimal die PlayStation-Taste drücken, den Haken bei Internet verbinden rausmachen, anschließend wieder reinmachen, geht dann zurück in das PSN-Menü und wartet einfach mal so 20 Sekunden ungefähr, so dass ihr halt sicher sein könnt, dass das Internet wieder da ist, und startet wieder GTA 5. Danach befindet ihr euch ewig lang in so einem Ladebildschirm. Irgendwann mal kommt hier diese Meldung von Zeitüberschreitung, ist auch gar nicht so schlimm, dann habt ihr alles richtig gemacht. Geht wieder zurück ins PSN-Menü und joint irgendeinem Spieler über Übersicht bei oder einem Freund oder sonst irgendetwas. Durch das Beitreten in eine andere Online-Sitzung verschwindet diese schwarze Meldung automatisch. Falls nicht, werdet ihr wahrscheinlich anschließend in der Story landen, habt's verkackt, müsst das Ganze nochmal neu machen. Wenn ihr es richtig gemacht habt, wird die eine oder andere Meldung kommen, die könnt ihr natürlich dann mit X bestätigen. Aber sobald eine Meldung kommt, wo dran steht, ja, geht zurück zu GTA 5, habt ihr es wahrscheinlich verkackt. Aber in der Regel, also ich habe es schon ein paar Mal probiert, in der Regel kommen halt irgendwelche andere Meldungen wegen Zielmodus, wegen wirklich Beitreten und sowas in der Art. Also wirklich alles Mögliche, das könnt ihr wirklich alles mit X bestätigen. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann steht auch unten dran, GTA Online wird betreten. Und sobald ihr dann gespawnt seid, seht ihr dann auch rechts oben, dass ihr die 500.000 Dollar bekommen habt. Wenn ihr das in einer öffentlichen Sitzung gemacht habt, bekommt ihr in dem Moment 750.000 Dollar auf euer Konto wieder zurückgeschrieben. Das heißt, ihr bezahlt quasi die Orbitalkanone, aber weil ihr sie nicht genutzt habt, bekommt ihr das Geld zurück. Und durch diesen Glitch habt ihr sie halt nicht benutzt, aber trotzdem dafür bezahlt, obwohl ihr eigentlich gar nichts dafür bezahlt habt. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr dann in der Basis wieder gespawnt seid, könnt ihr mal euren Zielmodus anschauen. Wenn dort immer noch dran steht, freies Zielen, könnt ihr eigentlich direkt wieder zur Orbitalkanone gehen und den Glitch von vorne machen.
wenn dran steht irgendwas anderes, so unterstütztes Zielen automatisch oder sowas in der Art, dann müsst ihr halt wieder zurück in den Editor gehen, dort den Zielmodus ändern und dann einfach wieder von vorne anfangen. Und durch die ganze Ladezeiten und so weiter dauert dieser Glitch halt wirklich ungefähr 10 Minuten. Ist ein bisschen nervig, ihr müsst wirklich einige Schritte machen, aber eigentlich, wenn ihr das genauso macht, wie ich es euch im Video gesagt habe, dann ist es wirklich sehr einfach und ihr könnt wirklich super einfach $750.000 alle 10 Minuten bekommen. Falls ihr wirklich eine besondere Internetverbindung habt und auch besondere Beziehungen zu Rockstar Games, kann es natürlich sein, dass es schneller wie 10 Minuten geht. Ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ZD.